Johnny, Rocky and the Weekend Warriors haben ein neues Video rausgebracht. No Illusions ist ein Live-Video. Das Lied kenne ich schon, das habe ich schon reviewed von der CD. Wenn ihr wissen wollt, wie die CD von denen ist, Link ist unten in der Infobeschreibung drin. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ja, ich habe da auch reingehört in die Lieder. Das heißt, ihr hört auch, wie die Band ist. Aber wir gucken jetzt einfach mal rein, wenn ich mein Bierchen trinke, was das Video so hergibt. Dann mache ich erstmal ganz kurz auf Pause. Also, das ganze Video ist natürlich auch unten in der Infobox drin. Also, falls ihr es ohne mein Gelaber hören wollt. Das ist mein Blatt Turbo Bandabend. Bei dem einen, wo ich nicht da sein konnte. Da war ich entweder woanders oder krank, das weiß ich gerade nicht mehr. Das war aber genau der Bandabend, wo ich nicht da war. Und jetzt beim nächsten, beziehungsweise wenn ihr das Video guckt, ist der schon vorbei. Also, beim letzten konnte ich ja auch nicht da sein. War ich woanders. Also bin ich woanders. Das ist schon kompliziert mit der Zeit. nee, und ihr müsst euch nicht wundern, ob das leer ist oder nicht, weil vor der Bühne nichts los ist. Da ist einfach mal aus aktuellen Gründen große Entfernung zur Bühne. Das heißt, man darf nicht genau vorne an der Bühne stehen. Aber sehr geil, dass die beim Blatt Turbo Bandabend das Video gemacht haben. Ultra gut. Gefällt mir. Ich mache jetzt noch mal kurz Pause, aber wie ihr seht hier unten, da sind auch Leute zu sehen, auch wenn das hier so recht dunkel ist. Die Kamera ist halt recht weit von oben und da ist halt wahrscheinlich nicht ausverkauft. Blatt Turbo Bandabend, kleine Veranstaltung, kleine Bands wie Johnny Rocky and the Weekend Warriors, aber lohnen sich immer, machen immer Spaß. Habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal vor der Kamera gehabt, deswegen mache ich das jetzt auch. Ich feiere die Band, ich liebe die so sehr, ultra gut. Ihr müsst euch da auch mal den Tobi angucken, also hier den, also Johnny Rocky. Hier den jungen Mann. Jung, der ist so alt wie ich. Aber ich sag nicht, wie alt ich bin. Der hat auch sonst vorher immer Bass gespielt und hat jetzt die Bassposition abgegeben an die junge Dame, die da mitzusehen ist. Damit er rumhüpft, damit er mehr Show machen kann auf der Bühne. Und das tut er. Das macht so Spaß, dem zuzugucken. Ist halt Punk Rock durch und durch die Band und ultra gut. Und ach, mir gefällt's. Also, ich muss sagen, klar ist jetzt nicht unbedingt das Beste der Welt. Aber das muss doch gar nicht sein. Das muss Spaß machen. Und darauf dringe ich, wenn wir weiter gucken. Yeah.
Da habe ich kurz vorm Ende auf Pause gedrückt. Was soll das denn? Ja. Das Video ist über Rockzone erschienen. Hier seht ihr nochmal einen Tobi. So, oder Johnny Rocky. Ich versuche mal. Da, ein Spot. Die ganze Band. Bisschen unscharf. Meine Güte. Johnny Rocky and the Weekend Warriors machen immer Spaß. Live. Ultra gut. Also, man muss nur hingehen. Entschuldigung, das Bierchen ist gerade hochgekommen, also nicht hochkommen sollen. Ihr wisst, was ich meine. Johnny Rocky and the Weekend Warriors, eine Band, ich feiere sie. Aus Aachen, ultra gut, machen Spaß. Und bei den Jungs merkt man, oder Jungs und Mädels merkt man, die machen das voll gerne. Und die haben Spaß auf der Bühne und auch vor und hinter der Bühne und neben der Bühne. Und ach, es ist geil. Ich habe ja noch ein paar andere Johnny Rocky and the Weekend Warriors Videos gemacht. Also ich habe die zwei, dreimal live gesehen und Interviews und ne, findet ihr alles bei mir auf der Seite. Den Albumcheck werde ich euch unten in die Infobox reinhauen. Und ja, über Rockzone erscheinen ja auch ein paar andere tolle Sachen, wo ich auch schon mal Videos drüber gemacht habe. Da gibt es demnächst auch noch einen schicken Albumcheck von mir. Denn ja, diesen Monat bringen Stella Saint ihr neues Album raus. Das werde ich auch reviewen, Albumcheck zu machen, reinhören, alles. Ihr kennt das ganze Spiel bei mir. Ja, und was bleibt mir sonst noch zu sagen? Johnny Rocky and the Weekend Warriors. Ich finde es großartig. Es ist nicht, ihr wisst, ich höre Metal, ich höre harten Metal normalerweise. So mit Geschrei, so hier so Immortal und so Sachen, ne? Aber das macht einfach Spaß. Das ist Musik mit Energie, die Spaß macht. Ich liebe es. Und mehr muss man da gar nicht zu sagen, außer Johnny Rocky sind geil. Links sind unten in der Beschreibung. Krieg ist scheiße. Metal ist geil.